Was waren deine Erwartungen? Besseren Bezug zu der Technik zu haben und dort ein leichtes Zettelwerk vor sich liegen zu haben. Ich habe einfach die Erwartung gehabt, Neues zu lernen und einmal in einen anderen Bereich einzuschnuppern als wie bisher. Ja, die Erwartungen an die Firma Durst sind ziemlich hoch. Sie ist bekannt als innovatives Unternehmen und als erfolgreiches Unternehmen. Und ich bin einfach positiv überrascht worden, weil ich dann da angefangen habe, wie freundlich ich aufgenommen worden bin von den Mitarbeitern. Was hast du hier gelernt? Eine Sache, was ich gelernt habe, ist sicher Selbstständigkeit. Ich habe zwar logisch Aufgaben gekriegt, die ich dann erfüllen, aber ich war dann eigentlich schon ziemlich frei zu entscheiden, wenn ich was mache und so weiter. Und ja, ich glaube, selbstständig müsste fest sein und ist sicher gut. Gelernt habe ich, dass zwischen Theorie und Praxis halt echt ein großer Unterschied ist. Also man muss halt echt mehr, wie sagt man, auf mehr Sachen schauen, wie in der Theorie eigentlich gelernt wird. Das erste Jahr habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe mir gedacht, hä? Kappa? Gamma? What the fuck? Was nimmst du daraus für dich mit? Dass ich nicht so ernst alles nehmen muss und dass man bei der Arbeit auch auf den Spaß haben kann. Ich sage immer, eine gute Arbeitserfahrung führt. Mitnehmen in Zukunft wäre ich sicher, dass ich viel Spaß da gehabt habe im Praktikum, dass ich viele neue Sachen gelernt habe, dass bei der Durst der Umgang mit Mitarbeitern sehr wichtig ist und dass man als Praktikant geschätzt wird. Probieren, die Sachen genau zu machen, das nicht nur auf den Beruf auszugeben. Was hat dir besonders gut gefallen? Das eben im Labor arbeiten, schon so Experimente machen. Man, die Leute, die so sein, allem voll gut drauf, allem hat's. Man redet wie in Englisch, Italienisch, Deutsch, also perfekt. Und man hat einfach Hetz. Ich war früher in der Gitschenklasse und habe eigentlich der Horror. Und wenn man in einem Männerbüro unten ist, dann ist man so wie eine Prinzessin. Was war vielleicht nicht so toll? Das ist jetzt eine gute Frage, ja. Das kann ich aufstehen. Inventar machen. Als optimal. Was gibt es sonst noch zu sagen? Dass ein Praktikum sicher wert ist, das dort zu machen und man lernt voll viel. Als Gitsch, wenn es heißt, ja, das ist jetzt eine technische Firma, der hat mit Maschinen zu tun und so, ist nicht das so, dass du dich abschrecken sollst als Gitsch, sondern einmal hinschnuppern und weil man lernt einfach voll viel. Ja, es ist halt schön, dass die Durst uns Studenten die Möglichkeit bietet, weil es ist nicht logisch, dass das eine Firma anbietet, dass man zusammen da arbeiten muss und die Erfahrungen sammeln. Ja, ich kann allein alle roten, sich dazu bewerben, weil es ist echt eine gute Erfahrung und ich glaube, es hat jeden Fall nochmal ein Praktikum zu machen. Also ich bin voll glücklich, dass ich da war. Muss ich auch Deutsch reden? Erwartungshalter? Da, oder? Sollte man nicht sein. Ich Spaß hätte. Ja, ich weiß. Komm mal. Ja, das Welt ist näher. Muss in die Kamera schauen. Morgen Geburtstag und die Lohne hängt so auf Abi ein. Ein neuer Stern nach dem anderen wird hier geboren. Hollywood ist nah, sagt